Nächstes Mal kaufen wir uns richtige gute Mikros und nicht deine Headsets hier, die du. Hallo? Du hast es freiwillig gekauft. Nee, nicht wirklich. Wo ich hier irgendwie auch ein Headset auftauche und du dich immer anstellst. Not a frog, not a cat, not a fish man, but I'm a happy one. Schon konnte ich nicht lesen. Not a hero heißt das Spiel, was wir heute spielen. Und wir fangen auch gleich an, oder? Oder willst du noch mehr sagen? War das die Einleitung? War das die Einleitung? Das war die Einleitung. Willst du eine Einleitung machen? Ja, warum denn nicht? Eine Einleitung. Herzlich willkommen zu Vier Mann, Vier Ecken. Ist doch jetzt egal. Wir spielen heute Not a Hero. Man kann es nämlich gar nicht sehen, sehe ich gerade. Auf dem Titelbildschirm kann man nicht erkennen, was wir spielen. Aber es ist tatsächlich Not a Hero. Not a Hero. Und wir gehen gleich mal rein ins Spiel. Das Tutorial. Lerne zu spielen. Erhalte weniger als 5 Treffer. Erziele einen kritischen Treffer. Nimm eine Exekution vor. Ja, das ist auch das Einzige, was ich machen kann. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Alles klar, los geht's. Hier gibt's so einen lustigen Zettel. Wikipedia-Notizen. Ist gut, oder? Ach, hast du echt... Ich hab Wikipedia-Notizen gemacht, ja. Lass erstmal Bunny Lord eben hier zugucken. Hat sich gerade am Arsch gekratzt. Das ist ja einfach. Oh. No frills, just death. Steve, schnelles Nachladen. Präzise, gute Entfernung. Bunny Lords bester Freund. Gegner rutschend angreifen, schnelles Nachladen. Okay, also Bunny Lord ist scheinbar ein amtierender Bürgermeister. Und damit der seine Wahl gewinnt, müssen wir scheinbar Leute umbringen. Oh, mega Stick bewegen. Habe ich Munition? Ich habe Munition auch noch. Lerne zu spielen, erhalte weniger als 5 Treffer. Erziele einen kritischen Treffer, nimm an der Kiste. Wir fangen aber mal an. Ist das Stacheldraht? Einfach. Das wurde auf jeden Fall lokalisiert, das Spiel. Was war also, das Spiel gab es zuvor sonst immer nur auf Englisch. Da haben sie jetzt wenigstens deutsche Untertitel reingehauen. Ich denke mal zum Start von dem PlayStation Plus. Was ja auch unser Anlass ist, weswegen wir das ja spielen. Genau. Gibt es nämlich jetzt derzeit kostenlos bei PlayStation Plus. Seit heute, also schlag zu. 7.2. Ah, das Fucker. Wie bitte? Nächsten Monat wahrscheinlich, irgendwann im März. 3., 4., 5., 6., 7. Ja. Was ist dann? Dann gibt es das Spiel nicht mehr kostenlos. Achso, dann gibt es das nicht mehr kostenlos. Dann seid ihr zu spät. Dann müsst ihr nämlich 12,99 € zahlen. Gibt's auch für PC und für Xbox. Wir spielen das auf der PlayStation. Wie gesagt, PlayStation Plus umsonst. Ja. Worum geht's? Also, weißt du zufällig, worum es geht? Ich weiß gar nichts. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt und mir vorhin nur mal ein einziges Bild angeguckt. Oh. Also der Gore-Faktor ist schon hoch, ne? Ja, für die Pixel-Grafik schon. Also ich... Ja. Wir wissen jetzt genauso viel wie Zuschauer. Bunny Lord, wie gesagt, amtierender Bürgermeister. Und wir müssen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich denke mal, Kriminelle sind das hoffentlich, böse Menschen, die wir hier erschießen. Oh, da steht ja einer. Ja, du kannst in Deckung gehen. Wie gehst du in Deckung? Ja, nämlich gedrückt halt, aber. Ich halte gedrückt. Was ist das für eine Jeans? Vielleicht kann man da ja Werbung für machen. Die geht nicht kaputt, ne? Wenn er so rutscht. Achso, das ist bestimmt eine Levis. Eine Levis, ne? Also eine Levis 301, ne? Aber echt, check nicht. Ach, steht da nicht gedrückt halten? Wo? Was? Da, Deckung X halten, aber ich muss nur X drücken. So. Okay. Einfach weiter. Alles klar, los geht's. Zack, zack, zack. Da, wo ist der nächste? Da unten ist auf jeden Fall noch einer. Oh, nachladen. Also du hast unendlich Munition wahrscheinlich, oder? Scheinbar. Was ist der nächste? Gegner umwerfen. Rutschen, alles klar.
Ja, wir öffnen den mal um. Was, musst du da was drücken? Nee, ne? Doch. Oh. Ist tot. Auch tot. Was exekutieren. R2 gleich mal drücken. R2 ist schießen. Achso. Nimm eine Exekution. Achso, okay. Ach ja. Das ja, scheiße. Das Archiv da. Hätte ich den gerade mal... Oh, da kannst du eine Granaten nehmen. Oh, die armen Typen. Oh, was? Das ist einer. Den anderen juckt das nicht. Aber jetzt. Der ist gut. Ja. Oh, den können wir. Oh, oh, ah, doch nicht. Kannst du den kannst du exekutieren. Ja, jawohl! Er hatte weniger als 5 Treffer, das habe ich ja auch geschafft, oder? Ja, das, also dann haben wir es jetzt geschafft, ja. Seht ihr. Raus, raus, raus. Ah. Haben wir das Tutorial schon mal geschafft? Ja, gemeistert, ne? So, weiter geht's. Jetzt gibt's ein schönes Frühstück. Simon Schenke. 7. Okay. Mhm. Ah, aber die Kerl da rechts mit der coolen Sonnenbrille noch mal im Spiel. Der rechts war. Also Janine sagt, sie hat jetzt ausgemacht oder macht jetzt aus, weil der Ton ist viel zu laut, die Musik. Okay, das ist so. Das ist so wie immer eigentlich. Achso, hier gibt's. Aha. Klitis wird bei 9%. Ich kann übrigens die Musik mitmachen. Sehr schön. Wir bleiben natürlich bei Steve, weil wir auch keinen anderen nehmen können. Ja, scheiße, jetzt habe ich das gleiche Level nochmal gemacht. Das war natürlich nicht. Level wählen. Level 2. From Tiny Accounts. Töte alle Gangster. Erziele 3 kritische Treffer. Greife 3-mal rutschend an. Und nimm 3 Exekutionen. Fabian übersteuert plötzlich. Bin zu laut oder was? Da soll mal einer sagen, dass die Rocket Beans Tonprobleme haben. Bogdan Nabatov. Ist das ein Schatten oder steht er im Blut in der Blutpfütze? Das ist eine gute Frage. Okay, also, jetzt geht's darum, einen russischen Gangster-Boss auszuschalten. Kurz mit der Steuerung hier. Ist die Frage, wenn ich hinter so einer Deckung bin, treffen die mich gar nicht, nee. Oder? Scheinbar, ne? Sind hier zu. Ah, ich weiß nicht, was. Ich wollte nur kurz gucken, ob ich jetzt... You're going to die. Bring it. Das hat der andere schon gemerkt. Oh, da hab ich auf jeden Fall getroffen. Wo ist denn die Besitzer? Achso, da, links die Balken wahrscheinlich. Achso, wahrscheinlich, ja. Der nächste ist.
Hinter der Tür, da können wir mal. Der Bot lebt leider immer noch nicht. Welcher Bot? Für den Twitch-Kanal. Ich hatte zwar den Mo-Bot mal installiert, kurzzeitig, aber das war nicht so zufriedenstellend. Was macht denn der? Das ist ja fies, Alter. Immer ein bisschen Werbung, immer so im Kanal und bla bla. Automatisch, ne? Okay. Dann hatte ich kurz den Ultimate Twitch-Bot installiert. Der war auch so weit eingestellt, bis ich dann gemerkt habe, dass, wenn man die Punkte gesammelt hat, gar nicht ausgeben kann. Dann macht es auch keinen Sinn, Punkte zu sammeln. Wofür kann man denn Punkte ausgeben? Also ja, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel irgendwas verlost, dann haben die, die eine gewisse Anzahl an Punkten haben, halt Vorrang. Dann können nur die zum Beispiel teilnehmen, ne? Sowas. Okay, halt. Das ist also so ein Belohnungssystem. Ja, ne? Okay. Und jetzt möchte ich demnächst halt den Ankh-Bot installieren. Ja. Ich weiß aber leider noch nicht, wann ich dazu komme. Der soll aber wohl alles erfüllen, was man sich so wünscht. Erreiche den Bunny. Okay, erziele 3 kritische Treffer. 3 für 3 mal rutschen an. 3 Exekutionen. Ah, scheiße, okay, hab ich wohl nicht gemacht. Erreiche den Bunny, wäre gut. Ja, gut, haben wir jetzt unsere Ziele nicht erreicht. Level 2 geschafft. Dann ist es halt mal so. Ja, was sagen. Prime Minister. 3 mal rutschen an. Ja, Mist. Was meinst du damit, liebe Jenny? War denn gerade jetzt der russische Gangster? Sollte das alle gewesen sein? Gut, ja. Was hat denn überhaupt deine Wikipedia-Recherche gebracht? Meine Wikipedia-Recherche? Nicht viel. Machen das jetzt normal hier. Wir schaffen das jetzt. Einfach alle Erfolge hier zu spielen, wie ich das gesagt. So, nochmal eben. Alle ziehen 3 kritische Treffer. Ich weiß gar nicht, wie ich das mal einfließen kann. 3 für 3 mal rutschen an, das geht. Und nimm 3 Exekutionen vor. Das eine kommt ja mit dem anderen daher. Okay. Aber Uno. Warum bin ich sogar zum Stand? Exekution hast du schon 2? Oh, das ging ja flott, ne? Au, guck mal, der lädt also automatisch seine Energie wieder auf. Das ist natürlich very praktisch. Genau, er ist kostenlos, das ist ganz wichtig. Es gibt durchaus Streamer, die haben unsere Größe, muss man so sagen, sozusagen. Und die zahlen dann 5 oder 10 Euro im Monat dafür, dass sie einen Bot halt bezahlen, ne? Also so ein Programm, und das sehe ich absolut nicht ein. Natürlich steckt da Arbeit hinter, so einen Bot zu programmieren, aber wenn es das andere umsonst gibt, dann bin ich nicht bereit, der Geld zu zahlen. Das kriegt die 5 oder 10 Euro im Monat. Ich habe nicht mal mehr einen Handyvertrag und dann sowas. Kann man einen kritischen Treffer erzielen? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig rausgekriegt. Ich glaube, wenn er aus der Dings rauskommt, aus der Deckung, dass du ihn direkt triffst. So war das vorhin. Auf jeden Fall, ja. Hallo Angelo! Willkommen! Hallo Angelo! Angelo! Ach kommt, Alter, ich brauche noch 2 kritische. Die da oben muss jetzt aber richtig überraschen. Richtig überraschen? Jetzt. Please.
da nichts mehr drin? Ich schieße nochmal ein bisschen. Welcome, dear Mr. Tobinator. Hallo Tobinator. Du bist wahrscheinlich der Tobias. Das ist Nafro Blue. Aber ich habe ja eben gerade auf jeden Fall 3 kritische gehabt im ersten Durchgang. Oder? Ja, ja. Echt? Du hast die ersten gleich direkt umgeballert. Jetzt Alter, wie geht der denn? Schrotter, oder? Haha, that's the last of him, let's go! Ihr Lieben im Chat, ja, könnt ihr mal kurz sagen, ob der Ton so in Ordnung ist? Ob der noch knistert oder ob. Ist der Ton in Ordnung? Sag das. Go, go, go! Alter, fick dich, das ist immer mein Internet, die Leute, die schon treffen. Egal, einfach erstmal weitermachen. Die ersten Level sind dann noch einfach. Ja, also maximal 2-mal, ich will euch auch hier nicht langweilen. Ah, fuck, er, was nervt mit hier schon? So, Bunny Billboard Branding, schaltet die Reklametafel an. Bitte alle, Serie 5 Kills ohne getroffen zu werden. Oha, beende das Kapitel. Das Spiel in unter 100 Sekunden. Oh, Bunny, was ist denn los? Lass uns doch einfach metzeln. Tobi, was genau ist zu laut? Ich bin nicht zu laut, Tobi. Spiel ist so immer noch zu laut? Johnny hat gesagt, dass es das zu laut ist. Johnny auch gesagt, ja. Ja. Okay. Genieß doch die Musik. Also kurz um mich räuspern. Ja, also sein Umgefasel, das ist jetzt nicht so cool. Das geht mir jetzt schon nach dem dritten Mal auf den Sack. Was? Achso, ja, ich muss an Schalter pullen. Alles klar, das kriege ich hin. Hoffe ich mal. Also ich habe den Ton jetzt mal auf 70% gestellt. Zuvor war der bei 90. Tobi, sag dann gleich bitte nochmal Bescheid, ob der immer noch zu laut ist. Awesome. Hast du übrigens hier diese America First, bla bla Second gesehen, ein paar Videos? Nee, von Jan Böhmermann gab's das, ne? Ja, aber ich hab noch geiler ist die von der Niederlande oder von der Schweiz. Muss ich mal gucken, ich hab mich heute so weggeschmissen. Haben die Länder das wirklich selber gemacht? Ja, nicht die Länder, meistens halt so holländische Jan Böhmermann-Verschnitte. Ah, okay, ja. Bunny Billboard Branding, los geht's. So geht's, also was heißt das? So ja, geht's, geht hört so sich lala, ja... So lala, ne? Genau. Töte alle... Oh, ich habe noch Dings! Das ist an Scarface angelehnt, ne? Beende das Spiel in unter 100 Sekunden. Ja, ich bin dabei. 5 Kills ohne... Ich laufe. Also wenn ihr zufrieden seid, sind wir es auch. Oh, gibt's auch hier eine Physik-Engine? Physik-Engine, ein Pixel-Spiel. Boah, hast du es gesehen? Einen wunderschönen Peter! Peter! Laufender Meter, der Skifahren war. Und du lebst noch? Ich lebe noch, wollte ich sagen, also. Wie viele Sekunden habe ich noch? 30. Molotov-Cocktail. Ja, bringt mir jetzt auch nichts mehr. Ding Dong, Electronics Go Run! Oh, 28 Sekunden! Hier, nimm das, ihr Schweine. Töte alle, du musst alle töten. Oh, reload, scheiße. Oh, ist der blöd. Hat nicht getroffen. Trottel, es kann ein Sturmtruppler sein. Oh, der hat getroffen. 12 Sekunden. Peter ist schüchtern, Leute. Was hat Peter denn? Du hast noch 6 Sekunden. Ja, du bist im Leben, lässt ihn im Leben, ja. Also bisher gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also so, wo, allein schon vom Zugucken. Ja gut, ich habe nicht alles geschafft, aber ich habe wenigstens... das in 100 Sekunden schaffe ich auch noch beim zweiten Durchgang. Wenn mich dann... Hä? So oben muss es Munition oder was? Oh, ich habe Hotshot. Ja, das tut mir leid, ich habe das nicht geschafft, in 100 Sekunden zu machen. Aber... zweiten Durchlauf gönne ich mir gleich nochmal eben. Obwohl das echt schon, 100 Sekunden sportlich ist, so gefühlt. So, die 100 Sekunden haben wir auch nicht noch Zeit.